Außer Internet, heute erscheint FIFA 18. Wenn ihr euer Spiel allerdings bei Amazon bestellt habt, kann es sein, dass ihr es dieses Wochenende nicht mehr zugeschickt bekommt. Denn in 4 großen Logistikzentren von Amazon Deutschland wird derzeit von der Belegschaft gestreikt. Konkret in den Standorten Rheinberg, Werne, Leipzig und Graben bei Augsburg. Die Mitarbeiter wollen damit bessere Löhne und fairere Arbeitsbedingungen erreichen. Das berichtet die Webseite golem.de. Dass dieser Streik ausgerechnet auf den Release von FIFA 18 fällt, also einem der größten Blockbuster des Jahres, ist kein Zufall, denn eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi erklärt, so wie viele Spielerinnen und Spieler auf die Auslieferung des neuen FIFA-Spiels warten, warten die Beschäftigten auf faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Bereits seit Mai 2013 streiken die Beschäftigten in den Logistikzentren immer mal wieder und wollen damit erreichen eine höhere Bezahlung, Urlaubsgeld und tarifliches Weihnachtsgeld. Als Reaktion auf die bisherigen Streiks hat Amazon die Löhne bereits um 2,1% angehoben. Das ist den Mitarbeitern aber zu wenig. Aktuell ist noch geplant, bis Samstag weiter zu streiken. Ein Sprecher von Amazon mildert das Ganze so ein bisschen ab und erklärt, dass dem Aufruf des Streiks nur ganz wenige Mitarbeiter des Logistikzentrums gefolgt seien und deshalb es auch keine Lieferschwierigkeiten bei FIFA 18 oder anderen Produkten gäbe. Verdi auf der anderen Seite erklärt, dass über 1.300 Mitarbeiter dem Streikaufruf gefolgt sind. The same all over the world, mate. Different streets. Same dreams. Gestern hatten wir über den Creation Club für Skyrim Special Edition berichtet. Den gibt es momentan schon auf Steam und heute gibt es auch schon den ersten Ärger. Denn die Preisgestaltung für einen der ersten Inhalte, den Survival-Modus, der schmeckt der Community ganz und gar nicht. In einer frühen Werbegrafik in einem Trailer für den Creation Club hieß es da nämlich in so einem Platzhalterbild, dass dieser Survival-Modus 500 Creation Club-Punkte kosten würden. Jetzt wissen wir aber, das war nur ein Platzhalter und Bethesda hat den Preis bei 800 Punkten festgelegt. Das sind rund 7 Euro, ein bisschen mehr als 7 Euro. Der Haken an der Sache ist allerdings, man kann diese Creation Club Credits immer nur in bestimmten Punktepaketen kaufen, nämlich 750 oder gleich 1500 dieser Credits. Wenn man also einen 800-Punkte-Mod kaufen will, reicht es nicht das 750-Punkte-Paket, man muss nämlich gleich 1500 kaufen, ergo gleich mal 13 Euro hinlegen, um den Survival-Modus zu kaufen. Schlimmer macht es da die Sache, dass das Ganze für Fallout 4, also ein Fallout 4 Survival-Modus, als kostenloses Update veröffentlicht wurde und es für Skyrim mit Frostfall ja bereits eine kostenlose Mod gibt, die das Gleiche macht. Nicht nur Vampyr, sondern auch ein anderes Horrorspiel des Publishers Focus Interactive rutscht ins Jahr 2018, denn wie die Entwickler von Cyanide jetzt auf Twitter angegeben haben, wird auch Call of Cthulhu verschoben. In Call of Cthulhu ermittelt man als Detektiv auf einer Insel den Mord an einer ganzen Familie und da passieren dann Cthulhu-typisch allerhand übernatürliche Ereignisse. Wann genau 2018 das Spiel erscheinen wird, das haben die Entwickler von Cyanide noch nicht erklärt. In dem Tweet heißt es nur ganz knapp 2018. Das war schon fast mit den News für diese Woche. Jetzt noch ein Hinweis, was ihr am Wochenende spielen könntet, denn wir haben in der Vergangenheit ja schon öfter über das Schicksal von Lawbreakers berichtet, das Schwierigkeiten hat, Spieler zu finden. Dieses Wochenende sollte das leichter gehen, denn ihr könnt das Spiel auf Steam kostenlos spielen. Die ganze Aktion dauert das ganze Wochenende an und endet am 2. Oktober um 19 Uhr. Dann noch ein Hinweis, nächste Woche ist Feiertag, das heißt, wir nehmen den Brückentag mit. Die News gibt es dann erst wieder am Mittwoch. Euch jetzt also ein schönes Wochenende und bis Mittwoch weiterspielen.